Ja, herzlichen Dank. Ich würde gerne zu Beginn zu fünf Punkten etwas sagen. Zunächst zum Thema Drohnendebatte. Minister de Maizière ist als Verteidigungsminister nicht mehr zu halten. Das ist alles nur noch eine Frage der Zeit. Für dieses Desaster und die Größenordnung, die das mittlerweile angenommen hat, gilt es, politische Verantwortung zu übernehmen. Dabei bleiben wir. Ich will aber auch darauf hinweisen, dass jenseits dieser Personalfrage wir eine Grundsatzdebatte in der Bundesrepublik brauchen, nämlich die Frage, ob wir Steuergeld für Waffen, für Killerdrohnen in diesem Fall ausgeben wollen oder ob wir sie für Kitaplätze ausgeben wollen, für die öffentliche Daseinsvorsorge, für eine sozialere Politik. Meine Partei plädiert dafür, diese Rüstungsexporte, diese Rüstungsprogramme sofort zu stoppen. Wir brauchen diese Grundsatzdiskussion und wir brauchen spätestens nach der Bundestagswahl zum einen eine Entscheidung darüber, eine grundsätzlich andere Politik in Deutschland zu machen, was Rüstungsgüter und Export betrifft. Und zum anderen müssen wir auch dann über politische Verantwortung reden, die über Herrn de Maizière hinausgeht, nämlich auch seine Vorgänger im Amt betrifft. Zweite Bemerkung zur Lage in den Hochwassergebieten. Die Situation spitzt sich weiter zu, wie wir den Nachrichten von vor Ort entnehmen können. Unsere Gedanken sind bei denjenigen, die im Moment vor Ort um Hab und Gut fürchten. Und ich will meinen ausdrücklichen Respekt aussprechen all denjenigen, die seit Tagen dort ununterbrochen Hilfe leisten und Hilfe organisieren. Was jetzt notwendig ist, ist sehr dringend, sehr schnell und komplizierte Hilfe zur Verfügung zu stellen. Zum einen für die Schäden, die jetzt unmittelbar eingetreten sind. Soforthilfe vor Ort muss sichergestellt und organisiert werden. Auch hier ist der Bund in der Verantwortung, nicht nur die betroffenen Kommunen und Länder. Und wir müssen darüber reden, wie wir nach dem Hochwasser, dort wo es notwendig sein wird, Wiederaufbauhilfe leisten können. An einigen Orten ist der Pegelstand ja bereits von 2002 überschritten oder droht überschritten zu werden. Alle erinnern sich an die Schäden, die damals zu beklagen waren. Darüber muss es eine schnelle Verständigung und ein sehr unkompliziertes und ausreichendes Programm geben. Dritte Bemerkung, Blockupy. Was sich am Samstag bei den Protesten in Frankfurt am Main abgespielt hat, kann nur mit einem Wort zusammengefasst werden: Polizeiwillkür. Wir haben die Bilder zur Kenntnis genommen. Viele meiner Partei, auch Funktionsträgerinnen und Funktionsträger, waren selbst vor Ort. Zum Beispiel die Parteivorsitzende Katja Kipping, die Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag, Janine Wissler oder auch Nicole Gurke aus dem Bundestag und Mitglied unseres Spitzenteams. Hier soll oder sollte Protest sehr bewusst kriminalisiert werden und wird kriminalisiert. Von den Beteiligten wird sehr nachdrücklich geschildert, dass die Gewalt von der Polizei ausging, dass die Polizei provozierte und ohne jede Grundlage brutal gegen Demonstrantinnen und Demonstranten vorgegangen ist, darunter auch Frauen, Ältere und Kinder. Wir brauchen eine sehr klare Zuschreibung von Verantwortlichkeit für diese skandalösen Vorgänge. Hier müssen die Verantwortlichen vor Ort für diesen Polizeieinsatz Rede und Antwort stehen. Vierter Punkt. Der Spiegel hat berichtet schon vorab am Wochenende, dass nach wie vor 25 Bundestagsabgeordnete meiner Partei vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Ich wiederhole hier, das ist ein demokratiepolitischer Skandal und dieser Vorgang muss sofort beendet werden. Ich erwarte vom Innenminister, dass er sehr klar und sehr schnell Auskunft darüber gibt, in welcher Art und Weise diese Bespitzelung erfolgt ist und mit welcher Begründung sie erfolgt. Alles, was ich bisher an Gründen gehört habe für diesen Vorgang, ist absurd. Es bleibt dabei, das hoffe ich, dass es in der Bundesrepublik dabei bleibt, dass das Parlament die Geheimdienste kontrolliert und nicht die Geheimdienste die Abgeordneten. Letzte Bemerkung zur Situation in der Türkei. Mit großer Besorgnis haben wir zur Kenntnis genommen oder nehmen wir zur Kenntnis, dass die Ankündigung der türkischen Regierung, gegen die Gewalt gegen die Proteste einzudämmen, Schall und Rauch sind.
Leider eskaliert die Situation weiter. Wenn der türkische Ministerpräsident heute den Journalisten mitgeteilt hat, dass die Menschen in der Türkei sich nicht von extremistischen Elementen provozieren lassen sollten und ruhig bleiben sollen und entspannen sollen, scheint mir, dass er die Situation unterschätzt und die Wut und die Frustration, die in der türkischen Bevölkerung vorhanden ist. Wir verurteilen die Gewalt gegen die Protestierenden in der Türkei auf das Schärfste und wir erwarten von der türkischen Regierung, dass sie dringend deeskaliert. Friedliche Proteste müssen zugelassen werden. In Berlin und in anderen Städten haben am Wochenende mehrere Solidaritätskundgebungen stattgefunden. Auch meine Partei, Vertreter meiner Partei waren dort vor Ort und wir solidarisieren uns mit den türkischen Demonstrierenden auch hier in der Bundesrepublik. Dankeschön.